Okay, MC Expert, ich hab's euch gesagt, ich hab's euch gesagt, ich hab's euch gesagt, oder? Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft. Und zwar spielen wir heute mal ein ganz, ganz neues Spiel. Also, was ich noch nie gespielt habe. Wirklich noch nie, noch nicht mal offline. Und zwar die Timoleonischen Spiele. Was das ist, erfahrt ihr gleich. Das Ziel dieses Spiels ist es, der letzte Überlebende zu sein. Die Welt ist zufällig generiert und unendlich groß. Leuchtfeuer spawnen an der Oberfläche. Stellt man sich in die Nähe eines Beacons, spawnen um den Beacon Items, also dieses Leuchtfeuer ist damit gemeint. Nach einer gewissen Zeit, etwa 5 Sekunden, despawnt der Beacon. Wenn man auf einem Beacon steht, während er despawnt, wird man in die Nähe eines Spielers teleportiert. Nachdem man teleportiert wurde, zeigen Enderpartikel dem Spieler, in welcher Richtung sich der nächste Gegner befindet. Meinen lohnt sich nicht, da man nach einer gewissen Zeit, in der man nicht unter der Oberfläche war, einen Hungereffekt bekommt. Eine Minute gibt es Schutzzeit und die Schwierigkeit ist normal, es gibt also auch Monster scheinbar. So, und da geht's auch schon los. Also wie gesagt, ich habe auch kaum eine Ahnung von diesem Spiel, ich habe es einmal gesehen. Wir werden jetzt irgendwo zufällig hin teleportiert und dann werden wir uns wahrscheinlich erstmal ein Holzschwert craften oder so. Es gibt auch keine Kisten oder so versteckt, glaube ich, sondern alles ist wirklich nur durch diese Beacons, durch diese Leuchtfeuer, so diese Lichter, die in den Himmel fliegen. Ihr werdet sehen, was ich meine. Und ja, jetzt sind wir zufällig irgendwo gelandet und sollten uns natürlich beeilen. Wir sind in der Wüste gelandet. Oh, da ist direkt ein Spieler. Boah, startet man immer so direkt nebeneinander. Also ich habe erstmal nichts. Ich würde sagen, wir gehen da hinten hin, weil wir da außerdem noch Nahrung scheinbar bekommen. Hinter uns ist irgendwie einer. Ich weiß nicht, ob die sich mit der Faust betteln. Keine Ahnung. Gib mir mal 2 Holz. Da kommt einer an. Ah, da beim Beacon werden jetzt Items spawnen. Ach ja, Schutzzeit ist ja noch, stimmt. Ich vergaß ganz. Dann machen wir uns auf jeden Fall erstmal ein Holzschwert. Ich denke, das könnte eine gute Möglichkeit sein. Hier spawnen scheinbar keine Items. Aber der steht doch irgendwie ganz ungünstig, ne? So, Schutzzeit nur noch. Nur noch ein paar Sekunden. Also ihr seht hier meinen ersten jämmerlichen Versuch, in den Timoleonischen Spielen irgendwas zu reißen. Ich weiß nicht, ob die Beacons vielleicht erst was bringen. Wenn die Schutzzeit rum ist. Aber ich stehe daneben und es bringt mir nichts. Okay, gehen wir mal zu dem Beacon da. Vielleicht sollten wir auch in die Wüste gehen. Da sind tendenziell wahrscheinlich weniger Leute. Okay, sieht nicht so aus, als wenn einer hinter uns ist. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir müssen den Beacon erreichen und dann dürfte der uns Items rauswerfen. Komm schon. Was hat er hier so an Items rausgeworfen? Ein bisschen Essen und scheinbar Steine. Okay, das ist jetzt nicht so das Wahre. Aber immerhin etwas, ne? Okay, dann gehen wir mal zu dem Beacon. Das sieht noch nicht so wunderbar aus hier für uns. Weil wir haben eigentlich nichts. Außer ein Holzschwert. Okay, da wird uns irgendwas... Eisen? Nee, Diamant. Ein Diamant. Und wieder ein bisschen Essen. Also um Essen brauchen wir uns keine Sorgen machen. Aber... um vieles andere halt. Zum Beispiel, dass wir nur einen Diamanten haben. Der bringt uns... so noch nicht viel. Oh, noch ein Diamant. Geile Scheiße. Geile Scheiße. Wir können uns definitiv ein Diamantschwert craften. Ich hoffe, hier ist keiner in der Nähe. Man hört auch, wenn sich einer zu einem portet. So, Diamantschwert ist doch schon mal ganz gut, oder? Achso, das war ich. Ich habe einen Schreck bekommen. Ich dachte, da wäre jetzt einer angekommen. Aber scheint nicht so. Okay, zum nächsten Leuchtfeuer, würde ich sagen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Also, ich denke, ihr habt verstanden, wie das Spiel funktioniert. Und wenn man sich halt in das Leuchtfeuer reinstellt, dann wird man eben zu einem Spieler teleportiert. Aber ich hätte gerne erstmal ein bisschen Rüstung, weil ich ja gerne jemand bin, der viele Schläge kassiert. So, jetzt wird mir hier wieder irgendwas rausgeworfen. Das landet allerdings alles da unten. Bis auf das Eisen. Ich weiß nicht, wie viel Eisen es geworden ist. Aber es scheint ein bisschen geworden zu sein. Hier unten liegt leider... 4 Eisen, okay. 4 Eisen. Das würde uns schon mal Schuhe bringen. Aber ich hoffe mal, einfach, dass hier noch mehr Eisen drin ist. Dabei ist. Hoffen wir, dass wir Glück haben. Wer fasst raus?
etwas raus. Leder, okay. Okay. Haben wir irgendwas Cooles bekommen? Wie Eisen? 13 Leder. Damit könnten wir uns auf jeden Fall schon mal eine solide Rüstung bauen. Ach, verdammt. Steine wollte ich jetzt eigentlich nicht platzieren. So, ein bisschen Beeilung. Eisenbarren. Okay, dann einen Lederharnisch und dann noch einen Lederhelm. Ich denke, das ist für den Anfang in Ordnung, vor allem wegen unserem Diamantschwert. Ist das in Ordnung? Ich gucke gerade dahin, weil irgendwas an meiner Hand entlang krabbelt. Entweder ist das der Schweiß, der mir auf der Stirn steht, oder irgendein ekliges Insekt. Ich hoffe eigentlich nicht, dass es ein Insekt ist. So, wir gehen jetzt zum nächsten Beacon. Vielleicht ist der da am nächsten, ich weiß es nicht genau. Lassen wir uns vielleicht ein paar Items rauswerfen. Und lassen uns dann aber auch gleich mal zum ersten Spieler teleportieren. Weil wenn wir nicht gut aufgestellt sind, sind die es vielleicht auch nicht. Und wir haben immerhin ein bisschen jetzt. Und ein Diamantschwert. So, okay, komm, hier ist jetzt nicht so viel Geiles bei. Los, komm, teleportier uns hin. So, und jetzt zeigen uns die Partikel, wo es lang geht. Da hinten ist er. Okay. Der hat aber schon mal ordentlich Stuff. Oh, wir sind nahezu tot. Okay, das war unsere erste Runde von den Timoleonischen Spielen. Ja, wie ihr seht, nicht ganz erfolgreich, aber ihr habt verstanden, wie das Prinzip funktioniert. Wir hatten Pech, dass der da auch zumindest rüstungsmäßig ganz gut ausgerüstet war. Hier findet jetzt auch eine kleine Jagd statt. Der hatte, was hat der? Ein Eisenschwert. Also mit einem Diamantschwert waren wir echt gut bedient, würde ich sagen. Ich denke aber mal, dass wir noch eine zweite Runde ranhängen können, ne? Damit wir jetzt auch nochmal vielleicht eine Pro-Runde sehen werden, was ich nicht glaube. Aber naja, bis gleich. So, und da startet die Runde und mit dabei ist der mcexpert.de. Ja, was ein Zufall. Gerade der Runde noch gejoint. Zollstock sagt mir überhaupt nichts, aber ist nicht sogar der Server von mcexpert.de? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Ja doch, Tim schreibt hier überall, also timoleonische Spiele kommen schon daher. Übrigens war das eine Fliege, die an meiner Hand rumgekrabbelt ist. Scheiß Fliege, verpiss dich. Gut, der ist ziemlich gut im PvP, soweit ich weiß. Demzufolge sind wir tot, aber mal sehen, ob wir vielleicht sogar ein Duell mit ihm hinkriegen. Und ja, wir werden es sehen. Da ist ein Haus, okay. Interessant. Wir holen uns erstmal wieder Holz. Der wird natürlich das Spiel in- und auswendig kennen, weil der ja dafür verantwortlich ist. Deshalb können wir uns schon mal darauf gefasst machen, dass wir hier absolut keine Chance haben werden, das Ding zu reißen. Aber das, da hatte ich sowieso nicht die Hoffnung oder sowas. Nee. Oh, hier wird tatsächlich schon was rausgeworfen. Komisch, der vorhin hat nicht geklappt so richtig. Was haben wir? 5 Gold. Okay, das wäre schon mal ein Goldhelm. Ist hier sonst noch irgendwo ein Beacon? Ich sehe erst einmal keinen. Gut, dann machen wir uns erstmal einen Goldhelm. Und ich denke mal ein Steinschwert. Ich weiß gar nicht, warum wir uns vorhin kein Steinschwert gemacht haben. Fragt mich nicht. So, jetzt gib mir das wieder. Und dann müssen wir mal gucken, wo die anderen Leute sind. Beziehungsweise wo die Beacons sind. Ist hier einer hinter uns direkt? Wir werden wahrscheinlich direkt von mcexpert gekillt. Das wär's ja. Habe ich auf jeden Fall schon mal einen Folgentitel. Ist ja gut. Kann ich schon mal ordentlich Klicks generieren. So, hier ist ein bisschen Fleisch. Wo könnten wir als nächstes hinrennen? Da ist noch ein Beacon. Müssen natürlich aufpassen, dass jetzt keiner hinter uns ist. Ich meine, man hört, wenn sich einer zu einem teleportiert. Aber das bedeutet ja nicht unbedingt, dass nicht auch so einer hinter einem sein kann. Was haben wir hier so? Fleisch, Pfeile, Stein. Okay, nicht so das Wahre. Die Welt ist übrigens unendlich, glaube ich. Unendlich groß. Ist also nicht eingeschränkt. Finde ich irgendwie ganz geil. Und vor allem auch, dass man relativ viel Zeit hier einfach hat dann. Mag ich schon irgendwie. So, ein Diamant. Ein bisschen Eisen wäre schon ganz cool. Dann haben wir hier noch irgendwas bekommen. Was ist das? Trank der Regeneration. Okay, gut. Und ein bisschen Gold noch. Wie viel? 6. Okay, das reicht für Schuhe eventuell. Oh. Da hinten ist einer. Der hat sich zu uns teleportiert. Das heißt, der wird ziemlich gut ausgerüstet sein. Das heißt, wir haben ein großes Problem. Ein sehr großes Problem. Ist das ein werfbarer Trank? Ich weiß nicht. Oh, verdammt, bin ich schlecht. Wie weit ist der hinter uns? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn jetzt auf Anhieb nicht gesehen. Okay, mcexpert, ich hab's euch gesagt, oder? So, sehr gut. Sehr gut, komm. Nochmal. Oh, er läuft weg. Okay.
Haben wir scheinbar ganz gut gegengehalten. Ich würde erstmal ganz kurz was essen wollen, dass wir ein bisschen raggen können. Jetzt müssen wir ihm nachsetzen. Boah, dass wir MC Expert in die Flucht geschlagen haben, das ist ja schon mal ganz nett. Mist, das ist ein weiterer Spieler. Ich würde aber jetzt gerne auf ihn raufgehen. Mist, der geht wahrscheinlich auf uns jetzt rauf. Ah, Mann! Jetzt hätten wir fast mal den großen Win landen können. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich gleich auf die Fresse von hinten. Ja, kriegen wir. Kriegen wir, kriegen wir, kriegen wir. Komm schon. Komm. Her! Wir sollten den hinter uns nehmen. Der ist einfach zu gut im Weglaufen. Verdammt, fast bekommen. Ich weiß nicht, ob der andere noch hinter uns ist. Sehr gut, wir haben MC Expert gekillt. Wow! Ich glaub's nicht, ich glaub's nicht. Okay, und jetzt weglaufen. Jetzt weglaufen. Jetzt werden wir hier jämmerlich verrecken. Leider Gottes wird es das für uns gewesen sein. Wir haben leider keine Chance hier mehr. Wir müssen was essen. Oh, er ist ganz weit weg. Er ist ganz weit weg. Schling, Junge, schling. Schling. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der war doch gut im PvP, oder nicht? Also ich höre das immer, aber ich sehe ihn immer nur sterben. In Varo ist er gleich gestorben. Hier ist er auch gleich gestorben. Wow. Boah, mein Herz. Mein Herz. Mein Herz. Der kann aber nicht mit vollem Leben in den Kampf gegangen sein, oder? Das ist nochmal ein Spiel. Nee, das ist ein Dorfbewohner. Ich muss hier erstmal weglaufen und draggen. Oh. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Wie ich zitter, ne? Das ist unglaublich. Wie sieht's denn aus? Der verfolgt uns weiterhin stur. Wir haben aber nicht wirklich eine Chance gegen den. Weil wir eben erstmal regenerieren müssen und zum anderen, ja, wir haben keine Rüstung und der schon. Und wir haben das ganz gut gemacht. Eben in dem Kampf. Okay, da ist noch ein Spieler. Vielleicht sollten wir die gegen aufeinander lenken. Boah, bin ich doof, fast reingerannt. Das wäre eine Möglichkeit. Oh, er ist direkt hinter uns. Oh, oh. Aber wir konnten essen. Wir konnten essen, das ist schon mal gut. Hier sind recht viele Spieler. Vielleicht können wir den auf die Art und Weise abschütteln. Ich denke nicht. Ah. Der verfolgt mich. Da ist ein Beacon. Vielleicht rennt er da lieber hin. Um sich noch ein bisschen besser auszurüsten. Ich meine, was hat er davon, mich zu killen? Ich kann doch jetzt hier nicht nur weglaufen. Leute, was ist hier los? Oh, er ist hinter mir. Irgendwo. Jetzt portet sich noch einer hierher. Und wir haben einfach keine Chance. Weil wir nur am Weglaufen sind. Okay, wir konnten essen, wir konnten essen, wir konnten essen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Gib mir Zeug, gib mir Zeug, gib mir Zeug. Okay. Okay, ich habe mich jetzt mal zu einem Spieler teleportiert. Wunderbar, 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 wunderbar. Zeig mir, wo der Spieler ist. Hallo. Hier lang, okay. Will ich das überhaupt? Eigentlich nicht. Eigentlich will ich das gar nicht. Ich weiß, dass jetzt einer in der Nähe ist. Ich weiß auch nicht genau, warum ich das getan habe. Frag mich lieber nicht, aber ich bin gerade hyper aufgeregt. So. Okay, zeig mir, wo der Spieler ist. Zeig mir, wo der Spieler ist. Wir gehen jetzt rauf, wir gehen jetzt rauf. Wir ziehen das hier nicht weiter in die Länge. Ich weiß, wir sollten uns höchstwahrscheinlich lieber ausrüsten. Aber scheiß drauf. Durchs Wasser durch. Ach, da unten ist er. Da oben. Ich versuche mich mal anzuschleichen. Vielleicht klappt es. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da hinten ist er. Er läuft weg. Er läuft weg. Aua, ein bisschen Schaden genommen. Scheiß drauf. Vielleicht hat er noch nicht mitbekommen. Also, er wird ja gehört haben, dass ich in der Nähe war. Aber es hat ja jetzt ewig gedauert, bis wir ihn mal gefunden haben. Beziehungsweise sehe ich ihn auch gerade nicht mehr. Verdammt. Das ist schlecht. Das ist echt schlecht. Da hinten ist er. Guten Tag. Hast du Pfeil und Bogen? Ich weiß es nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Boah, was für eine Runde. Was für eine Runde einfach. Ich dachte mir eben, komm, wir springen zu.
weil dann können wir von unten schlagen und von unten hat man ja eine bessere Range. Und das scheint geklappt zu haben. Und vorhin dachte ich mir, als wir weggelaufen sind, wir müssen einfach weg, wir müssen weglaufen und dann umdrehen. Dann hat man irgendwie den ersten Hit. Vielen Dank an Dom von AnyArtLP da für diesen, für diese Sache. Oder ich weiß auch nicht, vielleicht war es auch ungespielt. Einer von denjenigen, oh, ich bin so hyper nervös, ne? Dass wir ausgerechnet diese Runde gewinnen könnten. Oh mein Gott! Das wäre echt cool. Das wäre echt cool. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin ein Noob. Wirklich, ein absoluter Noob in diesem Spiel. Und es läuft gut. Es läuft gut. Ich kann es nicht fassen, aber es läuft gut. Puh, ich habe erst überlegt, ob ich heute überhaupt aufnehme. Ich dachte mir so, ne, irgendwie fühlt es sich nicht so geil. Aber es scheint zu funktionieren. Es scheint zu funktionieren. Wollen wir uns gleich zum nächsten Spieler porten, ist die Frage. Rüstungsmäßig sieht es in Ordnung aus. Es wäre geil, einen Bogen zu kriegen. Irgendwie kann man, warte mal, wir können uns einen Bogen craften, richtig? Oh mein Gott, wie ging das noch gleich? Wie ging das noch gleich? Die Sehne war gespannt und der Bogen war so. Wunderbar. Perfekt. Mit 56 Pfeilen lässt sich was anfangen, oder? Boah. Wie viele leben noch? Das muss ich gleich mal gucken. Okay, ein paar leben auf jeden Fall noch. Dann würde ich sagen, gehen wir zu dem Beacon. Ich glaube, der ist am nächsten. Und gehen in den Kampf. Wir haben einen Bogen. Ein Bogen kann hier Gold wert sein gegen den anderen. Der hatte zum Beispiel auch keinen Bogen. Den hätten wir einfach... Da hätten wir gar nicht in den Nahkampf gehen müssen, sondern hätten raufschießen können. Hätten wir tun können. Ist der jetzt näher oder ist der näher? Ich glaube, der ist näher, ne? Wir wollten jetzt zu dem hin. Wir können uns nicht immer umentscheiden. Dann kommen wir nie an. So, erstmal was essen. Diamantschwert ist geil. Ist wunderbar. Ja, okay, ploppen mir Dinge raus. Ist mir egal, ich werde erstmal hin. Was zur... Ach so, weil ich immer stehen geblieben bin. Da hinten ist er. Kann ich durch den Ladefehler sehen. Da ist noch einer. Oh Mist, hier sind zu viele. Ist der noch da, der Beam, um mich weg zu teleportieren? Es ploppt jedenfalls die ganze Zeit. Scheinbar war der noch da und ich habe es nur nicht gesehen. Okay, jetzt hat sich hier noch einer her teleportiert. Und der wird direkt zu mir führen. Der scheint auf mich zuzukommen. Okay. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Verstecken wir uns mal hier hinter dem Berg. Hier sind zu viele Spieler. Zu viele. Wir gehen mal runter. Okay, das wird unser Ende sein. Bei vielen Spielern verliere ich immer 1 gegen 1. Lief ja bislang ganz gut. Wirklich gut. Aber wenn es mehrere werden, könnte das schwierig sein. Enderman, oh nein, jetzt kommen auch noch Monster dazu, oder? Könnte passieren. Creeper, hallo? Oh nein, Spinnen. Verdammt. Ich mag jetzt nicht kämpfen hier. Oh, da hinten ist ein Beacon aufgetaucht. Lasst uns da rein, lasst uns da rein. Werde ich verfolgt von irgendwem? Nee. Hallo Creeper. Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Aua. Aua, Skelett. Schießt auf mich. Schießt auf mich. Nimm mich mit. Oh, sehr geil. Genau aus dem Schuss raus teleportiert. Da hinten ist der Gegner. Oder? Oder ist das nur ein Sonnenblumenfeld? Da sind zwei Gegner. Das ist ein Team. Oh nein. Kein Team. Ich muss erstmal was essen. Verdammt nochmal. Okay. Die halten Abstand. Die halten Abstand. Oder kämpfen die? Ich weiß es nicht. Ich sehe es nicht so genau. Laufen die weg? Ah, ich sehe das irgendwie immer so schlecht. Ich weiß nicht, ob die kämpfen. Okay, einmal getroffen. Okay, jetzt versuchen sie mich einzukreisen. Jetzt muss ich erstmal wieder weg. Das ist ein Beacon. Das ist ein Beacon. Vielleicht sollte ich da erstmal hin. Die haben auf jeden Fall auch Pfeil und Bogen. Versuchen wir uns mit dem Beacon weg zu teleportieren, okay? Das ist so mein Plan. Okay, gut. Wo führst du mich jetzt hin, mein Freund? Hier vorne gleich, okay?
Oh nein, der hat auch Pfeil und Bogen. Wir müssen erstmal essen. Ah, Mann. Jetzt wird's hier nicht mehr leicht, so. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Das ist schlecht. Sieht nicht so prickelnd aus. Ah, Mist, wir kriegen schon wieder Hunger. Aua, 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 aua. Jetzt ist schlecht. Jetzt ist richtig schlecht. Wir müssen essen. Oh, ich habe einen Diamanten bekommen. Das ist ja mal nett. Vielleicht ist er stehen geblieben. Okay, er bombardiert uns mit Pfeil und Bogen. Wow, das war nicht schlecht. Das war echt nicht schlecht von dem. Ja gut. Eine Runde, in der wir auf jeden Fall mal gezeigt haben, dass wir etwas können. Ein bisschen. Also teilweise haben wir hier ein bisschen mit Skill gewonnen. Man darf übrigens nicht zu nah an die Spieler ran, damit man die nicht irgendwie blockieren kann oder Erfahrungsflaschen und sowas. Ist ganz interessant, auf jeden Fall für die Spieler, ganz gut für die Spieler, aber zum Spectaten irgendwie, dann würde ich das Spectaten auch gleich lassen. Weil auf die Distanz ist es echt schwer, was zu sehen, außer man kann zoomen. Gut, ich hoffe, es hat euch so sehr Spaß gemacht wie mir. Ich finde das ein ziemlich cooler Spielmodi, weil das ist, ja, irgendwie wie Varo, so ein bisschen. Und Varo fand ich ganz cool. Und von daher spiele ich das sicherlich in Zukunft öfter, wenn es auch euch Spaß gemacht hat. Und wir haben einen PvP-Experten getötet, ja? Einen vom Noob getötet. Naja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss. Bam!